iPhone 12 Pro Max oder doch iPhone 12 Pro? Erstmals hat Apple in diesem Jahr in seinen Pro-Modellen unterschiedliche Kameramodule verbaut. Wie groß der Unterschied wirklich ist zwischen den Kameras und welches Handy ihr euch als Filmemacher holen solltet, das wollen wir in diesem Video klären. Und damit herzlich willkommen. Zur Einstimmung haben wir ein kleines Kurzfilmchen mit dem iPhone 12 Pro Max gedreht, was wir euch jetzt zeigen möchten. Wir sind nicht wie viele andere YouTuber in den Wald gegangen und haben ein bisschen Natur gefilmt. Wir sind auch nicht wieder mit dem Cabrio nach Münster gefahren, wie bei unserem iPhone 12 Pro Test. Nein, wir haben uns etwas Skurriles einfallen lassen. Viel Spaß! Gedreht haben wir dieses kleine Spaßfilmchen übrigens mit der App Filmic Pro, so wie eigentlich alle Videos, die ich mit dem Smartphone drehe, weil ich da einfach die Möglichkeit habe, in der App Filmic Pro alle wichtigen Einstellungen manuell vorzunehmen. So, jetzt genug Schabernack, kommen wir mal zu den harten Fakten. Ihr seht, beide iPhone Pro Modelle haben drei Kamerasysteme und die gehen wir jetzt mal der Reihe nach durch. Zunächst mal gibt es die Ultra-Weitwinkellinse. Die hat sich eigentlich zum Vorgängermodell vom iPhone 11 Pro Max nicht wirklich verändert. Sie ist nach wie vor relativ lichtschwach und die Kamerasysteme der Ultraweitwinkellinse sind auch beim Pro und Pro Max identisch. Das ist also jetzt kein Kaufargument, mal das eine oder das andere zu kaufen. Anders sieht es schon aus bei der Telelinse. Die Telelinse hat nämlich beim iPhone 12 Pro Max ein deutliches Upgrade bekommen. Jetzt kann man auch eigentlich erstmal von einer Telelinse sprechen, weil früher war es eigentlich nur eine Porträtlinse, nämlich mit zweifacher Vergrößerung, wie diese ja auch noch in einem iPhone 12 Pro verbaut ist. Beim iPhone 12 Pro Max habt ihr jetzt eine 2,5-fach-Telelinse, die damit deutliche Motive näher heranholt. Nachtaufnahmen mit der Ultraweit- oder der Telelinse sind auf jeden Fall deutlich mehr verrauscht als mit dem Weitwinkelobjektiv. Wenn ihr also viele Lowlight-Aufnahmen macht, also euch gerade da bewegt, wo wenig Licht ist, solltet ihr überlegen, vielleicht alternativ einfach mit der normalen Weitwinkellinse eures Smartphones zu filmen, die ja wesentlich lichtstärker ist, und da einfach eine externe Telelinse draufschrauben. Habt ihr eventuell bessere, rauschfreiere Ergebnisse. Die dritte Linse, die normale Weitwinkellinse, unterscheidet sich beim iPhone 12 Pro Max deutlich von dem iPhone 12 Pro. Und das war auch der Grund, weswegen ich noch so ein bisschen hin und her geschwankt bin bis zu diesem Video, weil ich noch nicht genau wusste, für welches Modell ich mich letztlich entscheiden sollte. Und ich denke mal, euch geht es da genauso. Weil laut Apples Werbeversprechen ist ja die Weitwinkellinse des iPhone 12 Pro Max wesentlich lichtstärker und der Sensor ist auch noch besser bildstabilisiert dank einer neuen mechanischen Bildstabilisierung. Nämlich in diesem Fall ist nämlich der Sensor stabilisiert und nicht nur die Optik. Soll also wesentlich besser sein. Doch wie sieht es in der Realität aus?
Hier mal zwei Aufnahmen beider Weitwinkellinsen bei Tag. Ihr seht, kein Unterschied. Also bei Tageslicht ist es eigentlich ziemlich egal, ob ihr mit dem iPhone 12 Pro Max filmt oder dem iPhone 12 Pro. Die Weitwinkellinse sieht bei beiden Fällen sehr gut aus, leistet sehr gute Arbeit, was ja auch letztlich erstmal die gute Nachricht ist. Der Unterschied ist nicht auf den ersten Blick so deutlich. Kommen wir doch jetzt dahin, wo es wehtut, bei Nachtaufnahmen, bei Lowlight-Aufnahmen. Und da wird spannend. Ihr seht hier eine Aufnahme auf der linken Seite vom iPhone 12 Pro Max und auf der rechten Seite vom iPhone 12 Pro. Auf den ersten Blick sieht das für mich auch ziemlich ähnlich aus, oder? Wenn man so beide Aufnahmen gegenüber sieht, fällt einem auch auf, dass Apple wohl bei beiden Geräten den Weißabgleich etwas unterschiedlich interpretiert. Meiner Meinung nach ist der Weißabgleich beim iPhone 12 Pro Max etwas natürlicher gelungen als beim iPhone 12 Pro. Aber das sind wirklich nur Nuancen. Wenn man näher hinschaut, also mal ein bisschen reinzoomt, sieht man zum Beispiel bei dieser Aufnahme, dass der Mauerstein so ein bisschen schärfer beim iPhone 12 Pro Max zu sehen ist und ein bisschen weniger kriselt. Also wenn man ins Detail geht, dann sieht man, dass das iPhone 12 Pro Max doch ein bisschen rauschfreier ist, die Aufnahmen. Einfach ein bisschen knusprig schärfer als beim iPhone 12 Pro. Wenn man jetzt aber nicht genau weiß, dass es unterschiedliche Smartphones sind, wo man mit aufgenommen hat, würde ich behaupten, man sieht nicht unbedingt einen deutlichen Unterschied. Oder wie seht ihr das? Hier nochmal eine andere Aufnahme bei einer etwas extremeren Situation. Wir hatten bei unserem Filmdreh Sprühregen und das ist natürlich so die Herausforderung, dank der Reflexion, die dieser Regen verursacht und auch mal ein paar Regentropfen auf der Linse dann so ablagert. Aber ich denke mal, man sieht auch hier, der Unterschied ist nicht so ganz so gravierend. Das waren jetzt die Aufnahmen in Dolby Vision HDR, Apples neuem Videoformat. Was ja nichts anderes bedeutet, dass wir hier mehr Dynamic Range im Bild haben. Sprich, der Unterschied zwischen einem hellen und einem dunklen Bereich wird wesentlich mehr abgestuft. Wir haben also mehr Details. Und bei HDR-Aufnahmen, würde ich behaupten, ist der Unterschied nicht ganz so gravierend. Anders schaut es aber aus, wenn ich jetzt mit der App Filmic Pro filme, welche aktuell noch kein HDR unterstützt. Da sieht man doch einen wesentlich deutlicheren Unterschied. Also wenn ihr HDR deaktiviert und mit euren Smartphones filmt, dann muss ich sagen, sind die iPhone 12 Pro Max Aufnahmen doch deutlich lichtstärker. HDR ist sowieso so eine Sache. Also ich als Filmemacher muss sagen, ich tue mich da relativ schwer mit, weil diese ja super knusprig scharfen, hellen Aufnahmen sehen für mich nicht so nach Filmlook aus, sondern das sieht für mich alles so ein bisschen so nach, ja, nach Video, nach Handyvideo aus. Und auch beim Color Grading ist es nicht ganz so einfach, HDR-Aufnahmen zu bearbeiten. Ich habe mich mal so ein bisschen umgehört, ich kenne eine ganze Menge Filmemacher und die sehen das eigentlich genauso. Die tun sich alle relativ schwer damit, diesen HDR-Content in ihren Workflow zu integrieren und zu verarbeiten. Gerade wenn man mit unterschiedlichen Kamerasystemen filmt, zum Beispiel irgendwie ein Travel-Video macht, wo man zum Beispiel nochmal mit einer Sony oder einer Canon filmt und so ein bisschen das Smartphone-Videomaterial dazu mischt, ist es oftmals nicht so einfach, das Ganze mit dem Grading und mit dem ganzen Workflow abzustimmen. Deswegen würde ich als Filmemacher erstmal HDR nicht so intensiv einsetzen wollen. Ich filme ja sowieso sehr viel mit der App Filmic Pro und diese unterstützt aktuell ja sowieso noch nicht das HDR-Format. Wenn ich also HDR deaktiviert habe, muss ich sagen, sieht man doch einen deutlichen Unterschied. Und das ist eigentlich für mich so das Kaufargument zu sagen, hey, ich nehme das iPhone 12 Pro Max doch lieber als das iPhone 12 Pro. Aber es gibt da noch eine weitere Geschichte, die Bildstabilisierung, weil der Sensor ist ja größer und braucht dementsprechend eine andere Stabilisierung. Und hier haben wir mal verschiedene Tests gemacht. Erstmal einmal ein ganz normaler Test. Ich laufe einfach eine Straße entlang, ganz normal, ohne irgendwie besonders smooth mit dem Ninja Walk zu laufen. Ich laufe einfach ganz normal meinem Protagonisten, dem Anthony, hinterher. Und man sieht, die Stabilisierung ist in diesem Falle auch ziemlich ähnlich bei beiden Modellen. Wenn man ganz genau hinschaut, möchte man meinen, dass die Aufnahmen vom iPhone 12 Pro Max etwas smoother sind als die vom iPhone 12 Pro. Ich glaube, dass Apple in den nächsten Monaten softwaremäßig aber noch einiges nachlegen wird. Einmal bei der Sensorunterstützung, aber auch natürlich bei der Bildstabilisierung. Deswegen vom Start weg arbeiten beide iPhone-Systeme hervorragend. Da würde ich jetzt nicht unbedingt sagen, dass vom Start weg da jetzt ein deutlicher Unterschied zu sehen ist. Aber ich kann mir vorstellen, dass Apple noch demnächst Software-Updates herausbringt, die so ein bisschen die Bildstabilisierung des iPhone 12 Pro Max noch verbessern. So, und jetzt mal mit etwas mehr Schmackes. Jetzt renne ich mal die Auffahrt runter. Links wieder die Aufnahme vom iPhone 12 Pro Max, rechts die vom 12 Pro. Seht ihr den Unterschied? Wir legen noch mal eine Schippe drauf.
Jetzt machen wir mal den Härtetest. Wir mit Saugnäpfen befestigen wir unser iPhone auf der Motorhaube und fahren mal mit Tempo 100 die Landstraße entlang. Und hier seht ihr mal den Vergleich beider Aufnahmen. Und was sagt ihr? Ihr dürft mir übrigens sehr gerne eure Kommentare hier zu meinen Aufnahmen mal mitteilen. Seht ihr einen krassen Unterschied? Ist der deutlicher, als ich es hier sehe? Oder wie seht ihr das? Deswegen schreibt mir mal gerne euer Feedback dazu und natürlich auch letztlich, für welches Smartphone ihr euch dann entscheidet. Also ihr seht, der Sensor ist lichtstärker. Bei HDR-Aufnahmen sorgt er dafür, dass es ein bisschen weniger kriselt, wenn man halt genau hinschaut. Wenn ihr ohne HDR filmt, sieht man einen deutlichen Unterschied. Die Bildstabilisierung ist ziemlich ähnlich. Ich denke mal, ausbaufähig beim iPhone 12 Pro Max. Da kommt sicherlich demnächst noch Software-Updates-mäßig was. Ach ja, das iPhone 12 Pro Max hat auch noch einen deutlich größeren Akku verbaut als das iPhone 12 Pro und ermöglicht somit natürlich eine längere Laufzeit. Total wichtig für uns als Filmemacher natürlich, welche viel mit Videos arbeiten. Aber das ist die gute Nachricht. Beide iPhone 12 Pro Modelle liegen eigentlich ziemlich dicht beieinander und dementsprechend könnt ihr auch total sorgenfrei zum normalen iPhone 12 Pro greifen, was ja so vom Formfaktor, muss ich sagen, irgendwie besser in der Hand liegt als dieses monstermäßige iPhone 12 Pro Max. Dennoch, ich entscheide mich jetzt für das iPhone 12 Pro Max, weil ja, ich als Smartphone-Filmemacher möchte einfach immer das Smartphone haben mit dem besten Sensor und natürlich auch zukunftsoffen sein. Wer weiß, vielleicht kommt in 2 Monaten ja ein tolles Update von Apple, wo dieser Sensor nochmal eine Schippe besser bildstabilisiert oder einfach noch ein bisschen mehr aus den Aufnahmen herausholt. Und da möchte ich einfach ja, das neueste Modell haben. Alleine, weil ich euch natürlich auf diesem Kanal hier den bestmöglichen Content liefern möchte, den man mit einem Smartphone filmen kann. Und eins ist klar, Apple bietet derzeit mit seinem iPhone 12 Pro Lineup die beste Smartphone-Kamera, die am Markt erhältlich ist. Und das, glaube ich, kann man so ohne weiteres unterschreiben. Ich habe bei keinem anderen Smartphone bis jetzt so ein cooles Footage gesehen wie bei diesen Modellen. Und deswegen könnt ihr bedenkenlos zugreifen. Doch für wen lohnt sich jetzt das Update? Wenn ihr ein iPhone 11 Pro habt, ist der Sprung zum iPhone 12 Pro oder 12 Pro Max natürlich nicht ganz so groß. Da würde ich vielleicht an eurer Stelle tatsächlich sagen, komm, wartet noch ein Jahr. Nächstes Jahr kommt das iPhone 13 raus und ich denke mal, da ist der Sprung doch noch wesentlich größer. Wenn ihr ein älteres Smartphone habt, ein iPhone 10, ein iPhone XS oder auch ein iPhone 8, dann kann ich euch bedenkenlos die neuen Modelle empfehlen. Und letztlich ist es so eine Geschichte, welches Modell wollt ihr haben, was liegt besser in der Hand? Ist so ein bisschen Ansichtssache. Ich würde behaupten, wenn ihr nicht wirklich so aufs kleinste Detail schaut, braucht ihr euch keine Gedanken machen, dass die Kamera vom 12 Pro Max so viel besser ist. Ich glaube nicht, dass ihr da so einen großen Unterschied seht. Es sei denn, ihr filmt wirklich immer nur in Extremsituationen. Aber sonst, denke ich mal, könnt ihr bedenkenlos auch zum normalen 12 Pro greifen. Und da muss ich sagen, kam die Erkenntnis hier beim Videodreh, weil ich war erst der Meinung, dass die vom 12 Pro Max so viel besser ist. Aber ich muss sagen, die liegen ziemlich dicht beieinander. Ich hoffe, ich konnte euch mit diesem Video so ein bisschen die Kaufentscheidung einfacher machen. Und damit sage ich auch schönen Dank wieder fürs Zuschauen. Gebt mir gerne ein Like, hinterlasst mir ein Abo. Ich sage tschüss, bis zum nächsten Mal. Bye, euer Rainer. Ciao.